Nein, keine Sorge, alles in Ordnung mit Bild-Herausgeber Kai Diekmann. Das ist nur Show für das neue Tatort-Team aus Hannover. Denn Wotan Wilke-Möhring hat wieder eine Partnerin. Also im Tatort steht ihm jetzt Franziska Weiß zur Seite. Franziska, mach du mal den Film. Viel Erfolg, ne? Ja, danke. Vielen Dank. Zum ersten Mal sind in der Bildredaktion beide Tatortkommissare die Leiche und gleichzeitig auch der Mörder, gespielt von Christoph Letkowski. Besonderer Gast, Maus T, der den Soundtrack zum Film liefert. Im 7. Fall von Kommissar Falke geht es um Terror und Menschen auf der Flucht. Wir wollen da die Anonymität dieser Terroristen auch nehmen, indem wir eben zeigen, ein Einzelschicksal ausgewählt, das eben hinter diesen Terroristen auch Menschen stehen, ne, mit irgendwas, mit dem, was sie vorhaben, mit ihren Familien, mit den Angehörigen. Ist die Stärke des Films, dass man mehr näher an die Menschen ranrutscht, die man sonst nur aus Nachrichten kennt und die eigentlich relativ unnahbar sind und man sich fragt, oh Gott, was muss in den Menschen vorgehen, um beispielsweise einen terroristischen Anschlag durchzuführen und so weiter. Und ist denn die Partnerschaft mit der neuen Kollegin dieses Mal von Dauer? Nachdem die Vorgängerin den Dienst an Falkes Seite ja quittiert hatte. Es wird viel Reibungsfläche geben. Es wird, ich hoffe immer, dass wir den tollen Humor von Franzi noch ein bisschen featuren können, weil sie einfach privat eben so oder so tolle, warmherzige Person ist. Aber das muss sie entwickeln, weil sie hat ja auch ihr Geheimnis in der Figur und so. Und das finde ich toll, dass beide da mit so einem fast ähnlichen geheimnisvollen Background ein bisschen antreten. Und da ist viel Potenzial. Na, das klingt vielversprechend. Am Sonntag ermitteln die beiden dann zusammen zum ersten Mal in Der Zorn Gottes.